Landesweit gelten Kontaktsperren. Wir sollen zu Hause bleiben. Aber was ist mit denen, die gar kein Zuhause haben, den Wohnungslosen? Darüber spreche ich heute bei der Bonner Caritas mit Gerhard Roden, dem Leiter unter anderem der City-Station. Herr Roden, wie groß ist das Problem in Bonn? Wir haben in Bonn gegenwärtig ca. 100 Menschen, die obdachlos auf der Straße liegen. Die letzte Erhebung von unserer Seite war, dass wir 80 Personen namentlich kennen und wir gehen darüber hinaus noch von einer Dunkelziffer aus. Das sind allerdings nur die Menschen, die gar kein Dach über dem Kopf haben. Wohnungslosigkeit in Bonn hat viel mehr Gesichter als die Obdachlosigkeit. Wohnungslosigkeit heißt auch, dass man zum Beispiel beim Freund wohnt, ohne Mietvertrag, dass man in prekären Wohnsituationen lebt, in irgendwelchen Bauwagen oder Behelfsunterkünften oder in Notunterkünften. Und um vielleicht sich zu vergegenwärtigen, wie viele Menschen denn in Bonn von dieser Notlage im Laufe eines Jahres betroffen sind, kann man die Zahl 1400 nehmen. Wir haben im letzten Jahr in der Wohnungslosenhilfe in Bonn 1400 Menschen betreut. Und das zeigt vielleicht die Dimension des Themas. Das ist ja eine ungeheure Aufgabe für die Caritas. Wie ist denn jetzt die aktuelle Lage im Vorzeichen der Kontaktsperren? Ich finde, der Begriff Kontaktsperre, der drückt die Herausforderung aus. Unsere Aufgabe ist ja auch im Zentrum, Kontakt herzustellen zu den Betroffenen. Und jetzt fordert die Corona-Krise uns insofern heraus, als dass wir in Zeiten der Kontaktsperre Kontakt halten müssen. Und das zeigt, wie schwierig die Situation eigentlich ist, die so zu managen, dass wir die unterschiedlichen Ziele, die Ziele zur Bewältigung der Corona-Krise, die Ziele zur Überlebenssicherung, die Ziele zur Teilhabe miteinander so verknüpfen, dass es keinen Schaden gibt an irgendeiner Stelle, dass keiner verhungern muss, dass aber auch keiner mit einer Coronavirus-Erkrankung oder Infektion konfrontiert wird, wo man es hätte vermeiden können oder ohne, dass jemand auch sich nicht maximal sozial zurückzieht. Und dieses zusammenzubringen in einen förderlichen Prozess, das ist so die Aufgabe, der wir uns hier stellen müssen. Und dafür brauchen wir ganz viel Kooperationspartner und Netzwerkstrukturen und ein Miteinander und Mittel. Welche Einschränkungen gibt es denn jetzt ganz konkret für die Hilfsangebote der Caritas? Ja, im Grunde genommen wirken ja die Einschränkungen zunächst erstmal in ähnlicher Weise wie auf alle anderen Strukturen auch. Wir haben einen Tagesaufenthalt, der ist vom Charakter her eher so ein Gaststättenbetrieb. Den können wir natürlich im klassischen Sinne nicht öffnen. Wir geben das Essen als Mahlzeitendienst to go raus. Das heißt, wir verpacken das Essen in Styroporpackungen und die Menschen müssen sich dieses Essen dann holen und ja weitergehen. Denn so ähnlich wie bei Getränken to go irgendwo, im Biergarten oder sowas. Und das ist natürlich für die Menschen echt eine Herausforderung, weil die natürlich dann oft nicht nach Hause gehen können und sich dann da an den Tisch setzen können oder so, sondern halt erstmal kein Zuhause haben. Aber wir können es halt anders nicht organisieren. Wie ist das mit den Notunterkünften? Sind die noch in Betrieb? Die Notunterkünfte sind in Betrieb. Das ist etwas eingeschränkt zum Teil, weil wir halt auch diese Abstandsregelungen und kontaktvermeidenden Maßnahmen umsetzen müssen. Aber wir können die Menschen an der Stelle noch versorgen. Und auch die Beratungsangebote, die da rumliegen, sind in Betrieb und können halt die gleiche Wirkung erzeugen wie früher auch. Was sich allerdings verändert hat, ist, dass wir die Menschen, die obdachlos auf der Straße leben, stärker aufsuchen müssen, stärker zu denen hingehen müssen und die Hilfe zu ihnen hinbringen müssen in größerem Umfang. Früher wären sie häufiger zu uns auch gekommen. Sie haben vorhin gesagt, dass die Caritas Unterstützung zum Helfen braucht. Was sollten Stadt und Land nach Ihrer Ansicht am dringendsten tun, um die aktuelle Lage der Wohnungslosen zu verbessern? Wir haben von Seiten des Landes Mittel bekommen, um die Menschen auch zu unterstützen, die obdachlos auf der Straße sind. Und wir haben auch eine breite Unterstützung von Seiten der Öffentlichkeit bekommen. Also das muss man auch dankenswerterweise deutlich zum Ausdruck bringen. Die Stadt selber, die kooperiert mit uns in engem Umfang und zwar in mehrfacher Weise. Einerseits als eine Möglichkeit, Menschen auch ein Dach über dem Kopf zu bieten und andererseits aber auch als Ordnungsbehörde. Denn wir müssen immer wieder auch auf bestimmte Zielgruppen einwirken, dass sie das Abstandsgebot einhalten.
Und an der Stelle finde ich im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Zusammenarbeit und auch die Möglichkeiten, die uns von Land und Stadt geboten werden, die sind schon sehr gut und sehr wichtig. Was, glaube ich, noch ein Wunsch ist, den ich habe, ist, dass wir vielleicht es schaffen, die Trinkwasserversorgung für die Menschen im öffentlichen Raum zu verbessern, denn die Brunnen werden üblicherweise erst ab Mitte Mai angestellt. Und da jetzt aber alles verschlossen ist und geschlossen ist, haben viele Menschen nicht mehr die Möglichkeit, sich einfach mit Trinkwasser zu versorgen. Und das wäre schön, wenn wir es schaffen würden, die Brunnen etwas früher in Gang zu setzen. Und wie können Bonner Bürger helfen? Also ich muss erst mal sagen, die Bonner Bürger haben schon total viel geholfen. Das ist eine ganz positive Grundeinstellung zur Zielgruppe. Es sind auch finanzielle Hilfen zum Teil, die da gekommen sind. Es sind Angebote in irgendeiner Art und Weise, Kleidung oder irgendwas. Das ist schon super. Und ich glaube, wenn wir in der Art und Weise weiterarbeiten, dass wir da auf der Basis von viel Solidarität und Miteinander gucken, dass wir diese Arbeit vor allem dahingehend unterstützen, dass wir den Menschen, die im Moment auf der Straße leben und die sich ja manchmal auch mit Betteln und so weiter versorgt haben, dass wir denen jetzt über andere Wege helfen müssen. Wenn die Bonner Bürger dazu beitragen, dass das weiter möglich ist in irgendeiner Form, dann finde ich das toll. Das war Gerhard Roden von der Wohnungslosenhilfe der Caritas Bonn. Herr Roden, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ein Online-Spendenformular gibt es auf caritasbonn.de. Dort kann man gezielt spenden für warme Mahlzeiten, die dann an der City-Station an die Wohnungslosen ausgegeben werden.